Moin ihr Lieben, wir sind heute auf dem Weg nach Rømme, Dänemark, fahren aber nicht von zu Hause los, sondern wir sind gerade auf Sylt, fahren jetzt zur Fähre und dann nehmen wir euch mit. Viel Spaß! Wir sind on the road und haben noch ca. 8 Kilometer bis nach List und dort fährt die Fähre und da ganz hinten kann man die sogar schon sehen. Da steht sie, die Boote. Da fahren wir hin. Wir sind in List. Da stand schon ein Schild nach Rømme. Wir biegen jetzt hier im Kreisverkehr nach rechts. Und da sind wir schon. Auto bitte zum Fahrkartenschalter fahren. Das machen wir. So, die Karten haben wir bezahlt. Wir sollen auf die Spur 4. Und das ist hier. Ein Rheinbär. Ich bin ein Rheinbär. Ja, wir verabschieden uns von der Fähre, weil das Wasser wohl so niedrig ist, dass wir Probleme hätten, mit dem Wohnmobil darauf zu kommen. Wir würden aufsetzen und deswegen müssen wir jetzt warten, 2 Stunden, bis das Wasser ein bisschen gestiegen ist und dann können wir auffahren. Das heißt, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit. Vielleicht gehen wir auch noch ein Eis essen. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns in 2 Stunden. Die 2 Stunden sind rum. Und wir versuchen es mal, dass wir nicht aussetzen. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt sollen wir doch noch mal eben in die Mitte. Warum, weiß keiner so genau, aber tolle Aussicht hier. Hier sind wir gerade hoch. Und das wollte ich euch auch noch mal eben kurz zeigen. Der Blick auf List. Jetzt haben wir uns hier so ein Plätzchen gesucht. Sieht fast aus wie ein Flugzeug. Und schaukelt nur an. Es schaukelt ein bisschen. Ich finde es gut. Ich nicht. Den nicht. Das Wetter hat aber einen Vorteil. Man hat das ganze Deck hier für sich alleine. Und jetzt legen wir ab. So, tschüss Sylt. Tschüss List. Jetzt geht es endlich los. Hier auf unserer Camping EU App seht ihr, wo wir hinwollen. Nämlich ist hier noch Sylt und jetzt ist hier Rømme. Wir werden gleich in Honeby ankommen und dann haben wir uns entschieden hier für diesen Campingplatz, weil der eine Sauna hat. Es soll ja sehr kalt und stürmisch sein und dann werden wir sicherlich da mal in die Sauna gehen. Da kann ich gleich hin navigieren und dann werden wir auch einen Platz buchen. Für 2 Nächte. Hallo Dänemark! Campingplatz.
Wir parken erstmal vorne. Wir wissen nämlich noch nicht genau, wo wir hin müssen. Erstmal aus dem Weg, haben wir gedacht. Dort vermuten wir die Rezeption. Und das sind Parkplätze für bereits Angemeldete. Wir haben uns aber noch nicht angemeldet, weil wir noch nicht wussten, wie das jetzt mit der Fähre klappt, etc. Und ja, wir suchen jetzt erstmal die Rezeption. Also, wir haben dieses Schild gefunden. Gleich vorne am Anfang. Und da steht, auf unserer Webseite können Sie Preise prüfen und einen Campingplatz buchen. Also über diesen QR-Code kann man sich hier auch selber einbuchen. Wenn man das an der Rezeption macht, kostet das 36 Kronen extra, ungefähr 5 Euro umgerechnet. Ja, wir versuchen es jetzt mal, uns selbst einzubuchen. Wir hatten das schon probiert, aber es war halt alles auf Dänisch und so der Abschluss, wir haben uns nicht so ganz getraut, da auf OK zu drücken. Wir probieren das jetzt einfach. Wir haben die Rezeption gefunden. Wir stehen da ganz am Ende und sind die Straße runtergelaufen. Und hier beim Restaurant, da ist ein Eingang und dort ist die Rezeption drin. Und da haben wir jetzt uns eingebucht und fahren jetzt zu unserem Platz. So, wir haben hier einen Code bekommen. Den müssen wir da gleich eingeben. Mal gucken, ob wir da rankommen. Sonst müssen wir halt aufsteigen. So, und der Code lautet... Hört mal alle weg. Simsalabim. So, wir müssen nach links und dann die zweite rechts. Wir haben hier so einen Plan bekommen und gucken wir mal, wer da hinfindet. Kein Mensch. Alles ja, für uns. Gut, wir haben halt Herbst, ne? Das sieht man ja auch hier wettermäßig. Aber nett. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben mäßig geschlafen, weil, nicht erschrecken, es ist der Megasturm draußen. Und wir haben beschlossen, dass wir uns zum Schwimmbad begeben. Ich habe schon in das Wohnmobil schräg gestellt zum Wind, weil wir wirklich Angst hatten, dass uns die Dachluken wegfliegen. Das heißt, wir stehen jetzt schräg auf dem Platz, sodass wir quasi in Fahrtrichtung gegen den Wind stehen. Ja, hilft alles nicht. Wir haben Herbst, da haben wir mit gerechnet oder hätten damit rechnen müssen. Jetzt gehen wir ins Schwimmbad. So, hier könnt ihr noch mal sehen, wir sind hier das einzige Fahrzeug. Das ist der Weg jetzt zum Schwimmbad. Wir haben da auch unterschiedlichste Saunen. Dampfsauna haben wir gesehen, finnische,
und einen Fitnessraum haben wir gesehen. Wir zeigen euch das gleich mal. Hier unten ist das Schwimmbad drin. Hier könnt ihr auch schon mal eine Sauna sehen. Da kommen wir her. So, wir wollen hier nicht saunen. Wir gehen rein und benutzen drinnen eine. Obwohl es auch sehr schön ist. So, da sind wir. Hier geht's rein. Hier müssen wir unsere Schuhe draußen lassen. Und hier gibt es einen Code. Den haben wir natürlich von der Rezeption gekriegt. Und dann können wir gleich hier durch diesen Bereich gehen. Ich zeige euch jetzt hier einmal die Damenumkleide. Das kann ich auch so schön machen, weil hier wirklich überhaupt gar kein Mensch ist. Das ist ein bisschen unheimlich. Kennt man ja so gar nicht als Camper. Aber ja, hier kann man duschen, Toilette, sich umziehen und dann geht es hier gleich zum Schwimmen. Jetzt bin ich hier im Schwimmbad. Blubbert auch schön und ist auch schön warm, haben wir eben schon getestet. Und hier ist so eine kleine Dampfsauna, die haben wir uns angemacht. Ja, da werden wir gleich schön drin schwitzen. Die ist auch kostenlos. Wenn man in die finnische Sauna möchte oben, kostet das ein bisschen Geld. Hier geht es nach oben. Hier oben ist die Sauna. Dann ist da oben ein Fitnessraum. Man kann sich da massieren lassen. Und ja, Toiletten, Ruheraum. Da gehe ich mal mit euch zusammen rein. Wellness. Massageräume. Wenn man gar nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Eigentlich ganz gut ausgestatteter Fitnessraum. Aber ich glaube, hier in diesem Raum sind wir falsch. Wir müssen zurück. Gegenüber ist der Eingang zu einem anderen Wellnesscenter. Und hier vorne ist gleich die finnische Sauna. Wie gesagt, das kann man buchen. Jetzt ist es ein bisschen dunkel. So, da kann man sich wärmen. Und ausruhen. Steht was zu trinken parat. Noch ein Ruheraum. Tepidarium, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie eine Biosauna. Und vielleicht auch mit Wasser. Keine Ahnung. Genauso Hammambad. Hier ist es richtig schön warm drin. Ne? Weiß ich ja, was mein Spatze gleich mit mir machen kann. Ja, kannst mich gleich hier lassen. Infrarotkamera, Sauna ist hier auch noch. Für etwas weniger hohe Temperaturen. Also richtig kleiner, gemütlicher Bereich hier. Ja, und wenn ihr aus der Sauna kommt, habt ihr hier einen super Ausblick. Da unten ist die erste Sauna, die ich euch gezeigt hatte. Und dahin geht es wieder zu den Stellplätzen. Ja, wann hat man schon mal so eine Gelegenheit? Dann tauche ich mal unter. Herrlich, herrlich. Also die Gelegenheit, die müssen wir natürlich nutzen. So, wir probieren jetzt die Dampfsauna aus. Wenn sie schon mal hier ist. Guten Tag. Hier ist gar keiner drin. Auf den schönen letzten Urlaubstag. Ach, auf den schönen letzten Urlaubstag, ja. Ein Traum. Ja, hier wird schon mal der Platz für die nächste Hauptsaison vorbereitet. Die Erde wird verteilt und festgefahren. Kies wird aufgeschüttet. Muss alles gemacht werden. Hilft ja nichts.
Ja, pünktlich vor unserer Abfahrt hat es jetzt endlich mal aufgehört zu regnen und es stürmt auch nicht mehr so. Das war schon doof, ne? Man hat von der Insel wenig gesehen, aber jetzt kann ich euch noch ein bisschen was zeigen zum Campingplatz. Hier haben wir eine Entsorgung für die Chemietoilette und euer Grauwasser könnt ihr hier rauslassen und Wasser auffüllen. Das ist hier so kurz vorm Ausgang, da hinten ist die Schranke. Gleich rechts neben der Schranke gibt es auch viele Stellplätze. Da seht ihr hier die ganzen Einfahrten. So, ich kann mich hier mal drehen. Und da hinten ist auch noch ein Spielplatz für die Kleinen. Jetzt bin ich hier mal beim Waschhaus und der Toilette. So. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Auch nicht jetzt besonders sauber. Jetzt ist auch natürlich Nebensaison. Ich glaube, das wird auch in der Hauptsaison anders sein. Zu den Stellplätzen hier hinten möchte ich noch mal sagen, ich finde sie sind ziemlich eng. Also wenn ich jetzt so mir vorstelle, dass da überall ein Wohnmobil steht, auch an den schönen Plätzen da vorne mit Blick aufs Wattenmeer, also das ist schon sehr stellplatzähnlich, wo man wirklich dicht an dicht steht. Gut, muss man mögen. Ich kann es mir dann auch wieder nur für kurze Zeit vorstellen. Auf Dauer möchte ich dann doch ein bisschen mehr Platz haben, aber so für kurze Zeit mit dem Blick und dieser frischen Luft kann man das sehr gut hier aushalten. Ich kann mal rumschwenken. Hier sind auch die Ferienhäuschen. Die sind auch wirklich nett. Es ist kaum ein Mensch zu sehen, weil es ist einfach noch auch noch ein bisschen kalt und ungemütlich. Herbst auf Römmel halt. Kurz vor der Schranke sind auch die Mülleimer, verschiedene zum Recycling. Da werden wir uns auch unser Müll nochmal entsorgen und dann werden wir nochmal schwimmen gehen. Wir haben jetzt den Campingplatz verlassen und sind auf dem Römmedamm. Das ist die Festlandverbindung und jetzt geben wir euch mal kurz ein Resümee von dem Platz. Das erste, was man mal festhalten musste, wir haben ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Ne? Wir hatten Sturm 3 Tage am Stück mit Regen und wir hätten uns gerne noch ein paar Sachen angeguckt auf der Insel. Das haben wir jetzt einfach nicht gemacht. Dafür haben wir einen Wellnessurlaub daraus gemacht. Wir hatten nämlich, wie ihr gesehen habt, den Saunabereich und den Schwimmbereich komplett für uns alleine. Das war natürlich der Hammer. Ja, was ich noch sagen möchte dazu kurz, das ist, wir haben 108 Euro bezahlt für diese 3 Tage. Das ist sehr günstig, finde ich, für Dänemark. Man hat aber dazu auch einen kleinen Stellplatz. Nicht alles ist picobello, aber wir waren trotzdem zufrieden, haben 3 schöne Tage gehabt und fahren jetzt entspannt nach Hause. Ja. Und sowas von sauber. Wir sind richtig sauber jetzt. Kalt und warm durchgespült. Ja. Alles. Und ja, jetzt verabschieden wir uns mit ein paar Bildern noch hier von diesem Römmedamm. Kommt nächstes Mal gerne wieder mit. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Abonniert den Kanal. Adresse. Die Adresse blenden wir euch ein und in der Videobeschreibung vom Campingplatz. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.